Also ich möchte euch recht herzlich begrüßen zum Talk Custom Fields für Anwender. Mein Name ist Alon Moritz. Ich mache Joomla Extensions seit 2007, habe vor 1,5 Jahren die Digital Peak GmbH gegründet und mache es seit dieser Zeit vollberuflich. Zur Agenda von heute. Ja, die wurden eben getauscht. Es wurde heute. Ja. Gut, zur Agenda werde kurz ein paar Informationen zum Status des Projektes geben, dann das Konzept erklären, dann aufzeigen, wie die Integration in den Artikelmanager gemacht wurde, wie es für Benutzer und Kontakte aussieht, dann Layouts, wie man damit das Ganze anpassen kann an seiner Webseite, das Avatar-Feld-Beispiel, das ist, ich habe ja früher das mit DP Fields gemacht und da war eine sehr verbreitete Anfrage, wie man Avatars erstellt. Dann noch ein paar Hidden Features und am Schluss noch eine Fragerunde. Zur Information. Wir hatten für unsere eigenen Extensions brauchten wir Custom Fields und da wir das nicht in jeder Extension duplizierter Code haben wollten, haben wir ein Package gemacht, das nannten wir DP Fields, ist übrigens gratis. Wir haben das dann erweitert für Artikel, für Benutzer, für Kontakte, sogar für Module und haben dann ja, gesehen, wie einfach das ging und in der Joomla Entwickler-Mailingliste nachgefragt, ob das von Interesse wäre, das Ganze ins Core zu bringen. Wir haben da positives Feedback erhalten und somit dann das Custom Fields Projekt gestartet. Das war irgendwo so im März, April. Und vor etwa 2-3 Wochen habe ich daraus dann einen Pull-Request gemacht. Wir schließen da über 100 Issues. 50 Pull-Requests wurden gemerged. Und am Schluss hatten wir, glaube ich, mittlerweile sind wir bei 300 Commits. Der Pull-Request ist noch offen. Es fehlt noch die Hathor-Integration. Das Ganze sieht mit Hathor noch nicht so hübsch aus. Und das SQL, also nicht MySQL, sondern Microsoft SQL Installer Script fehlt noch. Von dem her, wenn sich da jemand freiwillig meldet, für die Hilfe wäre ich sehr dankbar. Das Ganze ist eröffnet auf dem 3.7er Branch. Also es ist geplant, dass wir das in 3.7 ausliefern werden. Zum Konzept, es ist vorneweg, es ist kein CCK. Was gemacht wurde, es ist mehr oder weniger die Basis für CCK-Funktionalität wurde erstellt. Es hätte dann, zum einen hätte es den Pull-Request explodiert, also dann wäre er wahrscheinlich nicht mehr zum Reviewen gedacht. Und das andere ist, bestehende CCK-Extension wollten wir nicht konkurrieren. Wie gesagt, man kann auf der Custom Fields-Funktionalität CCK aufbauen und kann wir auch sehen, wie es die Community dann jetzt Custom Fields aufnehmen will. Wenn da dann wirklich Forderungen sind, dass man mehr Filtermöglichkeiten und so hat, dann ist das jetzt möglich zu implementieren. Es ist keine Standalone-Komponente, also es wird nicht ein neuer Menüeintrag im Backend sein. Es ist eigentlich wie Kategorien. Die sind immer dann ja an eine Komponente gebunden und mit Custom Fields wird es dasselbe sein. Im Wesentlichen ist Custom Fields ist eine Komponente und ein System-Plugin. Die Komponente, die verwaltet die Custom Fields und das System-Plugin hängt sich im Hintergrund durch Joomla-Events an verschiedene Funktionalitäten, um die Felder dann in Form anzureichern oder im Frontend anzuzeigen.
Es integriert sich in das bestehende Form. Also wenn ein Edit-Form von einem Artikel angezeigt wird, wird eigentlich kein HTML generiert, sondern wirklich nur im Hintergrund der PHP-Code wird das Form anreichen, aber kein HTML selber ausdrucken, auch keine AJAX-Requests gemacht. Es werden keine AJAX-Requests gemacht, um das Form zu laden, sondern wirklich, dass es quasi eigentlich schön integriert ausschaut. Es braucht die bestehenden Formfelder, die es in Joomla gibt, also zum Beispiel Media, Text oder auch SQL. Da ist wirklich eigentlich auch dann für die Komponenten selber, die können dann ihre eigenen Custom Fields dazu steuern. Es ist MVC-kodiert, also wie jede andere Joomla 3-Komponente. Und wie schon erwähnt, es funktioniert wie Kategorien, dass man eigentlich dann in der Sidebar die Einträge sieht. Und was für mich ganz wichtig ist, ist, es werden J-Layouts gebraucht, um jeglichen HTML-Code zu generieren, damit das Ganze dann überschrieben werden kann. Bevor wir zur Demo kommen, kurz, wie es im Artikelmanager aussieht. Man sieht hier in der Sidebar gibt es zwei neue Menüeinträge, Fields und Field Groups. Die Field Groups, das werden wir dann noch sehen, die sind eigentlich dann in Form, sind die gedacht, um neue Tabs zu erstellen. Dann kann man es fängt damit an, dass man ein neues Feld erstellt. Man kann dann Titel geben, dann den Typ definieren, ob es ein Image ist, eine Liste, ein Radio-Button. Und das sind eigentlich die zwei einzigen Attribute, die man setzen muss. Zum Typ ist noch zu sagen, dass man den im Nachhinein dann nicht mehr ändern kann. Wenn man einmal ein Feld erstellt hat, dann ist der Typ nicht mehr änderbar nachher. Das kommt wegen den Werten und sonst noch ein paar technischen Limitierungen. Kann man das Feld speichern und wenn man dann zum Artikel geht, wird ein neuer Tab geöffnet, Fields, und da kann man dann den Wert eingeben. Im Frontend wird die Liste dann automatisch angezeigt unter den Details. Man kann da definieren, ob man es vor der Description will, nach der Description, am Anfang der Liste, also nach dem Titel. Das ist eigentlich so die eher technischen Leute hier, die wissen, es gibt so drei verschiedene Joomla-Events, wo man sich reinhucken kann. Gut, ich denke, dann machen wir eine Demo. Ich habe jetzt hier den Custom Fields Branch ausgecheckt. Ist wirklich eine leere Joomla-Installation. Und wenn ich dann hier auf Fields klicke, kann ich ein neues erstellen. Gib ihm einen Titel, definiere den Typ. Dann habe ich hier Listen-Values, die ich setzen kann. Mach da noch, das ist jetzt im Moment noch ein Repeatable Form Field, wird wahrscheinlich mal geändert auf ein Subform, dass das Ganze auch inline ist. Dann speichere ich das. Könnt ihr es lesen? Okay. Und wenn ich dann ich kann hier auch noch das Multiple-Attribut setzen, eine Beschreibung geben. Und dann das Ganze speichern und schließen. Und wenn ich jetzt zum Artikel gehe, einen neuen Artikel erstelle, sehe ich hier das neuen Tab mit Fields und sehe da die Liste dann, wo ich die Werte auswählen kann. Die Beschreibung ist gedacht, dass man hier auch beim Tooltip, so wie man es von Joomla kennt, dass man da eine Beschreibung dazu hat. Ich kann den speichern und schließen. Mache jetzt den dann noch Featured, damit der auf meiner Startseite angezeigt wird. Oh. Ist noch ein Print-Error, das sollte natürlich nicht sein. So. Und hier sehen wir,
dann wie die Liste angezeigt wird. Ich kann jetzt hier zum Beispiel noch eine neue Feldgruppe erstellen. Beispiel Datenfelder. Ich kann zurück zum Feld gehen und das der Feldgruppe zuweisen. Und das Ganze funktioniert natürlich auch im Frontend. Wenn ich da den Artikel bearbeite, habe ich jetzt einen neuen Tab Datenfelder, wo das Ganze drin ist, kann dann hier die Werte abändern. Warum der Save-Knopf hier unten ist, das weiß ich nicht. Das hat irgendetwas mit dem 3-Siebner-Branch zu tun. Es sind soweit Fragen, mal zum grundsätzlichen Konzept. Martin? What happens if you have hundreds of custom fields? You have a list of hundreds. You recognize one column? Mhm. Yep. Also die Frage war, was ist, wenn man mehrere Custom Fields hat, irgendwie 100 oder so, ob die dann in der Spalte angezeigt werden? Ist okay, wenn I answer in German? Man kann dadurch, dass das Ganze dann in Layouts ausgelagert ist, kann man das dann selber anpassen an die eigenen Bedürfnisse. Standardmäßig wird es untereinander angezeigt. Aber man kann das mit CSS oder eben mit Layout-Overrides kann man das dann irgendwie dreispaltig machen oder wie man will. Weil es kann auch sein, oder, dass ein Custom Field, dass das dann ein Bild hat, das über die ganze Breite geht und dann braucht man wieder den Platz. Okay, danke. Jetzt auch eine Frage. Ja. Ist die Ausgabe auf die jeweiligen Hooks begrenzt, die von Joomla mitgegeben werden, oder kann ich Overrides schreiben, wo ich die Ausgaben der einzelnen Felder selbst definiere und selbst festlege? Ja, also die Felder sind in der View am Artikel, also an dem Objekt, an dem PHP-Objekt, sind die Felder angehängt. Also von dem her kann man dann im Layout-Override alles machen, was man will. Ja? Muss ich die Felder, die ich anlege, immer gleich schon mit einem Wert belegen? Weil jetzt zum Beispiel bei der Liste hast du ja gleich schon die Einträge gemacht. Jetzt, wenn ich irgendwie E-Mail habe oder sowas, muss ich da immer gleich schon eine feste E-Mail-Adresse angeben oder kann ich das ändern pro Artikel dann oder sowas? Jetzt habe ich es nicht ganz verstanden. Also den Wert des Feldes, wo ich die E-Mail-Adresse angebe, das ist pro Artikel. Nee, also wenn ich jetzt ein neues Custom Field anlege, E-Mail, muss ich dann, wenn ich das Custom Field anlege, gleich schon einen festen Wert für die E-Mail-Adresse angeben? Nein. Nein, das heißt, ich kann dann in meinem Artikel sagen, okay, nimm E-Mail und kann dann sagen, okay, nimm den Wert. Genau, ja. Okay. Aha. Also man kann Default-Wert angeben beim Feld, dass jedes Mal, wenn kein Wert gesetzt ist, dass dann irgendwie eine Admin-E-Mail-Adresse kommt oder was auch immer, aber das muss nicht gemacht werden. Das Ganze funktioniert auch für Benutzer und Kontakte. Also es ist da das gleiche Schema. Wenn man auf der Benutzeransicht ist, dann sieht man da auch zwei neue Menüeinträge, Fields und Field Groups. Für Kontakte dasselbe. Bei den Benutzern ist es so, wenn man die Custom Fields anlegt, sind die auch editierbar im Frontend. Also wenn man irgendwie eine Membership-Seite hat, dann sind diese Custom Fields, können die Benutzer dann auch im Frontend bearbeiten. Ja, da komme ich dann noch dazu. Auch dasselbe für Kontakte. Kontakte kann man ja nur im Backend bearbeiten, aber die Attribute werden dann auch im Frontend angezeigt. Bedeutet das, dass ich jetzt hiermit die Registrierungsformulare erweitern kann mit eigenen Feldern? Oder, und dass die dann auch entsprechend mit prüfbar sind? Mhm. Ich glaube, technisch ist es machbar, aber ich glaube, die Verknüpfung, weil es geht alles so über den Kontext und ich glaube, bei der Registrierung wird noch ein anderer Kontext angegeben, aber das sollte sich eigentlich mit einem Einzeiler lösen lassen. Und
Und beim Kontaktformular ist das im Endeffekt eine ähnliche Frage, weil wenn ich ein Kontaktformular habe, will ich ja eigentlich Eingabefelder haben und nicht vordefinierte Felder, die ich dann im Backend eigentlich ausfülle, sondern wirklich Eingabefelder. Ist es dann da auch so, dass ich das Kontaktformular damit erweitern kann? Oder? Ich kann das sonst schnell zeigen. Das finde ich gut. Ich mache nur noch schnell diese Slide fertig. Eben, jetzt hast du das mit dem Kontaktformular, mit dem E-Mail, das da speziell gibt, wurde jetzt ja schon erwähnt, das ist so. Es gibt auch noch eine neue Option, dass man die Benutzer-Custom-Fields in der Kontaktseite anzeigt. Also wenn eine Kontaktseite mit einem Benutzer verknüpft ist, dann werden die Custom-Fields, also man kann das einstellen, es ist nicht so, dass es immer so ist, man kann da einstellen, sogar auf Feldgruppenebene, welche Felder das dann vom Benutzer im Kontakt, in der Kontaktseite angezeigt wird. Das schließt so ein bisschen die Lücke, die Joomla bisher hatte, dass eigentlich niemand, dass man keine Kontaktlisten, man kann eine Kontaktlisten im Frontend anzeigen, aber eigentlich die Werte dieser Liste, die Kontakte, die konnten nicht selber bearbeitet werden von den Benutzern. Es gab so ein Misch-Plugin, das Profil-Plugin, aber so die Custom-Fields-Funktionalität, die gab es bis jetzt noch nicht. Und jetzt mit dieser neuen Option kann man das dann machen, dass dann ebenso das Avatar-Beispiel ist so etwas, dass der Benutzer in seiner Profil-Page den Avatar hochladen kann und definieren kann und dass der dann im Frontend in der Kontakt, also in der Kontaktliste angezeigt wird. Also dann habe hier die Kontakte. Und was jetzt bei Kontakten anders ist, ich habe hier einen Dropdown, wo ich angeben will, dass dieses Custom Field für Kontakt ist oder für Mail. Und wenn ich hier dann mache, eben ein neues Feld, Apartment, gebe dem irgendwie eine Liste an und sage, das ist Pre-Sales. Das ist Konto. Support. Wenn ich das dann speichere und mir einen neuen Menü-Eintrag mache. Ah nein, zuerst muss ich noch einen Kontakt anlegen. Knüpfe den mal mit dem, macht ein neues Menü. Oder, und jetzt sieht man dann hier die Liste, wenn man im Kontaktformular, beim Kontaktformular die Felder ausfüllt, werden unten dran die Custom Fields angegeben. Und dann kann man da irgendwie aussuchen, ich brauche irgendwie, meine Kontaktanfrage ist für Support. Und dieses Feld wird dann mit der Mail zusammen an den Kontakt gesendet. Also dass man da gleich dann zu... Dann weiß man, okay, das ist für Support, das ist eine Supportanfrage und dann kann er irgendwie ein Ticket eröffnen. Peter? Would it not be better to get rid of the contact form of Joomla and just use these fields for it? So you can change the order of email and name, if you like. Die Frage war, ob man nicht das bestehende schöne Kontaktformular ablösen sollte. Man kann Layout-Override dazu machen und dann selber mit den Feldern arbeiten, wenn man das möchte. Es ist eben hier auch wieder das gleiche Konzept. Es wird eigentlich in das Standard-Formular eingebunden von Joomla und das wird dann gerendert in der Kontaktkomponente. Make a pull request. Ist es mittlerweile so, dass man jetzt anhand der Auswahl Support den Empfänger auch? Nein, das ist noch nicht. Da bräuchte es dann noch ein bisschen Logik dahinter.
Gut, dann Layouts. Wo werden überall Layouts gebraucht? Zum einen werden Layouts verwendet, um den Wert des Feldes zu generieren und dann noch für die automatisierte Liste, die da über ein Plugin-Event gerendert wird. Also eigentlich an jedem Ort, wo im Frontend HTML-Code ausgegeben wird. Der Wert, das ist daher erforderlich, weil zum Beispiel für ein Textfeld wird dann nur Text eingegeben und der dann ausgeprintet. Aber zum Beispiel, wenn ich irgendwie das Mediafeld habe und mir da ein Bild auswähle, dann will ich im Frontend nicht den Pfad des Bildes anzeigen, sondern am liebsten gleich den Source-Tag, also den Image-Tag. Und darum werden da Layouts gebraucht. Jetzt wird es ein bisschen technisch, die sich mit Layouts nicht so auskennen, werden da vielleicht ein paar Probleme haben. Um den Wert anzuzeigen, werden da verschiedene Stufen durchlaufen, wo man die Layouts dazu sucht. Also zuerst wird ein Layout gesucht, wenn ich zum Beispiel ein Mediafield habe, für die Komponente Media. Dann, wenn der Wert dann leer ist, dann wird Layout für Comfields gesucht und dann das Base und das Base von Comfields. Das ermöglicht einem, dass man pro Komponente Layout Overrides machen kann oder grundsätzlich für alle Custom Fields und dann wieder noch für die Base. Wie gesagt, es bietet dann sehr viel Flexibilität. Ich denke, wahrscheinlich 80% oder 90% werden damit nie tangiert, aber die dann das benötigen, die werden dann froh sein um die Flexibilität, die das bietet. Dasselbe für, wenn das Rendern angezeigt wird, da unter dem Artikel. Es wird auch zuerst der Komponente aufgerufen und dann von Comfields das jetzt sieht man es besser. Es wird auch wieder von der Komponente aufgerufen, also zum Beispiel bei ComContact. Da wird die Liste dann anders angezeigt als für Artikel. Und da haben wir dann in ComContact ein Layout-Override gemacht. Und somit kann man auch wieder pro Komponente die Layouts anpassen oder generell für ComFields. Das ist dann die ganze Liste. Also wenn man zum Beispiel eine Unnumbered List hat, den UL-Tag, wird das rendern und dann innerhalb der Liste wird ein Loop gemacht, wo die einzelnen Felder dann nochmals über ein Layout angezeigt werden, auch wieder zuerst von der Komponente und dann von ComFields. Ist auch wieder, bietet sehr viel Flexibilität, aber ich denke, ein Großteil der Leute werden damit nie konfrontiert werden. Dann das Avatarfeld. Ich habe das für eine kleine Verbandswebseite, die ich betreue, brauchte ich das und habe das dann so implementiert, dass ich ein Mediafield genommen habe. Man muss da zuerst mal die Permission setzen, weil standardmäßig können, glaube ich, nur Super-Admins Bilder hochladen. Man muss dann die Permission setzen, dass die Members der Seite Bilder hochladen können. Muss dann Mediafield generieren und da habe ich eine neue Option hinzugefügt, Set Home Directory, und da kann man das CSS setzen und dann wird standardmäßig, wenn der Media Manager geöffnet wird, wird auf ein Home Directory des Benutzers gezeigt. Also es wird dann für jeden Benutzer wird ein Ordner angelegt, wo dann sein Benutzername drinsteht und somit ist er eigentlich dann, wenn er Bilder auswählt oder hochlädt, ist das dann nur für eigentlich das sein Benutzerkonto und nicht global für den ganzen Images-Ordner, wie es standardmäßig ist. Das ist eine Funktion, die aus Custom Fields kommt? Ja. Oder aus dem neuen Media Manager? ich habe da so einen kleinen Hack dazu gemacht. Also in Custom Fields ist das mal so drin. Was man dabei erwähnen muss, der Media Manager kann standardmäßig, hat der oben drin, hat der so einen Ordnerwechsler. Der wird halt dann immer noch angezeigt, man kann den mit CSS ausblenden und dann hat man wirklich eigentlich, sieht der Benutzer
eigentlich nur den Ordner mit seinem Benutzernamen drin und nichts anderes. Klar, wenn man größere Seiten hat, wo man nicht recht weiß, ob da noch Hacker drin sind oder so, ist sicherlich nicht die sicherste Variante, aber so für kleine Verbands- oder Vereinswebseiten. Ja, die Frage ist, ob er andere Dateien oder andere Avatare überschreiben würde, verändern würde, je nach Rechtestruktur. Ja, eben, also wenn er die Ordner wechseln kann, dann ist es immer möglich, ja. Eben. Ich habe es bei mir jetzt so gemacht, weil wirklich, wir sind da irgendwie 50 Leute und dann habe ich das einfach mit CSS ausgewechselt. Die sind dann nicht so technisch und ja, bewandert und dann werden sie nie irgendwie hack. Es geht da mehr um, dass es unabsichtlich passiert als absichtlich. Man kann dann Benutzer-Profilmenü anlegen, wo dann wirklich, wie man hier sehen kann, dann der Benutzer seine Felder bearbeiten kann und da kann man dann, wie man es kennt, vom Media Manager kann man die Bilder dann hochladen. In Kombination mit Kontaktlisten und eben der neuen Option, die ich da vorgestellt habe, werden dann die Felder wirklich auch im Frontend angezeigt. Im Moment ist es nur so, dass die Felder in der Kontakt Details View angezeigt werden, in der Liste. Da sind sie noch nicht drin, weil da kann man nicht frei konfigurieren, welche Felder angezeigt werden sollen. Ein paar Hidden Features. Jedes Feld hat so Optionen wie Hint, wo man den Placeholder definieren kann, eben wie schon erwähnt, wo man es anzeigen will. Man kann dann auch definieren, ob man es nur im Frontend anzeigen will oder auch im Backend. Man hat da so ein paar Konfigurationsoptionen. Jedes Feld hat ein Access Level, das definiert, wer das Feld sehen kann. Also ich kann das Feld wirklich dann auch, wie man es kennt von Joomla her, nur für verschiedene Benutzergruppen anzeigen lassen. Dasselbe mit den Permissions. Man kann pro Feld setzen, wer das Feld bearbeiten, löschen und so weiter kann. Es gibt noch eine neue Core-Permission, die wir eingeführt haben, und zwar wer den Wert des Feldes bearbeiten kann. Also wenn ich zum Beispiel eine Seite habe, wo ich im Frontend die Benutzer anzeige und da habe ich einen Zertifizierungsgrad, wo ich von den Benutzern anzeigen will, und dann kann ich eigentlich einstellen, dass den Zertifizierungsgrad, dass den nur die Admins bearbeiten können, oder? Weil sonst könnte sich jeder Benutzer dann seine eigenen Zertifizierungen setzen, die man ja meistens nicht will. Multilingual ist implementiert, das so, wie man es von Joomla her kennt. Jedes Feld ist dann kann eine Sprache gebunden werden und dann, wenn man einen Artikel bearbeitet, werden nur die Felder angezeigt zu der Sprache, dass der Artikel gehört. Dasselbe im Frontend, es werden nur Felder angezeigt, die der Sprache anhören, die der Artikel gesetzt hat. Da gibt es Vor- und Nachteile. Ich halte mich da an den Joomla-Standard. Vielleicht wird es dann mal in der Zukunft ein paar Änderungen geben, dass es noch ein bisschen komfortabler wäre, dass man nicht jedes Feld eigentlich dupliziert haben muss pro Sprache. Warum verwendest du nicht JTags dann für die Label? Weil man dann quasi selber die Language Overrides machen müsste und weiß nicht, wie man das dann den Benutzern zutrauen können. Da muss man dann schon ein Experte sein. Aber du hast ja pro Sprache sowieso nur die Felder, die, also man könnte das ja einfach einschalten. Dann. Können wir Pull Request machen. Ja. Müsste man zusätzlich programmieren. Aber man könnte ja eigentlich das Override aus dem Core nehmen und dann könnte man, wenn du ein Field anlegst, könnte man ja eine Sprachdatei anlegen in der Komponente, auf die du drauf zugreifst. Dann könntest du mit Repeatable-Feldern den Sprachstring auswählen, in MGB für die installierten Dateien und schreibst dann da jeweils die Übersetzung. Ja. Das könnten wir mal
Sehr. Ja. Das mit der Bahn oder mit dem Auto? Ja, der Pull-Request ist noch offen, von dem her. Ich habe auch gesehen, dass du das neue Repeater-Bild drin hast, zum Sortieren. Mhm. Also das kommt standardmäßig mit. Ja? Sie ist eine Kombination des Suchs. Wenn ich so Felder in die Artikel reinpacke, kann ich ja auch das Suchen. Nein, das geht noch nicht. Das kommt daher, dass eigentlich generell Suche, also du, ich nehme an, du gehst vom Frontend aus, oder? Genau, also dass ich halt verschiedene Felder vielleicht besuchbar machen kann. Mhm. Ja, das Problem, also Suche an sich ist implementiert. Smart Search wird unterstützt und auch die Basic Search, aber so quasi, dass man wirklich dann auf einer irgendwie Artikelliste da verschiedene Suchoptionen hat, das wird so noch nicht unterstützt, kommt daher, dass eigentlich generell die Suche im Frontend in Joomla sehr rudimentär ist. Ich denke, man müsste da wirklich von der Architektur und vom Konzept her eine Überarbeitung machen. Oder stimmst du mir da? Du lachst. Ja. Möchte mich schnell kurz bei allen Testern bedanken, vor allem bei Lisa. Sie war da sehr ambitioniert. Ja, es war eine aufregende Zeit. Ich denke, wir haben da etwas Gutes zusammenbekommen. Ich denke, es wird sehen, wie es die Community dann aufnehmen will. Die Slides selber habe ich auf meiner Webseite, also noch nicht freigeschaltet, aber werde ich im Laufe vom Morgen dann. Und jetzt, wenn noch nötig Fragen sind, machen wir jetzt noch eine offene Fragerunde. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Viertelstunde. Okay, ja, dann schießt los, wenn ihr noch Fragen habt. Alle erschlagen. Ja? Habe ich das richtig verstanden, dass ich damit auch unterschiedliche Formulare erstellen kann, die ich dann bestimmten Kontakten zuweise? Also, dass ich bei dem einen Kontakt Custom Field 1 und 2 habe, beim nächsten Kontakt Custom Field 3 und 4, sodass ich praktisch dann verschiedene Formulare generieren kann. Ja, man kann die Felder kann man nicht nur sogenannten Feldgruppen zuweisen, sondern die kann man auch zum Beispiel bei Artikeln Kategorien zuweisen, dann werden sie eigentlich nur für Artikel angezeigt, die dieser Kategorie angehören. Geht das bei den Kontakten auch? Ich glaube, bei den Kontakten sollte das auch gehen. Mhm. Und sonst wäre es eigentlich eine kleine Änderung, um das bei Kontakten dann auch noch anzubieten, aber klar. Kontakte haben auch Cat-ID-Felder. Ja. Ja, dann soll es bei Kontakten auch gehen. Also kann ich damit dann wirklich relativ individuelle Kontaktformulare mir selber stellen? Mhm. Ja. Okay. Weitere Fragen? Also ich bin noch bis zum Rest der Konferenz hier. Ja, wenn Fragen sind, Anmerkungen, bin dann immer froh um Feedback. Ja, dann möchte ich mich recht herzlich für das Interesse bedanken. Ich wünsche noch einen schönen Verlauf der Konferenz.